Ja, Leute, wir kommen eine neue Runde. Ich bin jetzt heute mit dem Level von Janibal. Ja. Und Code. Oh, das sieht toll aus. Sind das Dinger, die. Ja, das sind Dinger, die stehen bleiben. Okay. Oh, Timmy. Oh, gleich bricht er sich alle. Guck mal, was geht denn mit seinem Bein ab, ey? Ist doch nicht normal. Ja, ja. Oh, wieder von vorne. Ich habe keine Lust darauf, wenn das alles kaputt geht. Hui. Ja. Genau so geht das, Leute. Ich hab's einfach raus. Nach all den Jahren habe ich es einfach raus. Wow. Seit wann geht das denn? Klatscht einfach gegen wie so ein Spasti und es klappt. Ja. Und noch einer. Oh, ich hab's fast geschafft, glaube ich. Ja. Was war das denn? Ja, geil. Oh, wer hat sich das denn ausgedacht, Alter? Janibal. Hä? Genau, geh einfach los. Ja. Warum ist das schon aktiviert? Ist das normal? Ich hab's geschafft. Ja. Yeah. Oh Mann. Tja, ich kann's einfach. Mango, nicht Mango. Kettenreaktion. Okay. Was? Ihr müsst einfach den Ball in ein Feld werfen und dann rutscht ihr in den passenden Screen. Okay. Kettenreaktion 2. Schade, du bist immer noch hässlich. Ich hasse dich. Wann zeigst du dich endlich, dein Kevin? Es müsste aber... Eigentlich? Ah! Ach so. Alter, was ist das denn? Was geht denn bei dir ab, Alter? Strong geraucht. Das sieht ziemlich cool aus. Ah, da bin ich. Oh nein. Oh. Ja, der Kevin stirbt. Gott sei Dank. So, Kettenreaktion. 1. Hey. Und rutsch, und rutsch, und rutsch. Geil. Oh, okay, ich habe es aber trotzdem aktiviert. Hä? Was ist das denn? Okay, genau. Und nimm, steh den Leuten einfach die Zeit. Ich meine, das ist echt cool, aber es dauert schon ein bisschen lange. Es ist also richtig schön klein alles. Also, Shape Limit. Shape Limit hat wahrscheinlich auch nichts mit der Größe der Sachen zu tun, oder? Ich denke nicht. Weil falls doch, könnte man ja extrem krasse Sachen machen. Die halt nur extrem klein sind. Ja. Boah, Alter. Er lässt die Bombe platzen. Okay, nochmal rein. Und. Oh, von vorne. Na, der Anfang ist nicht so geil. Nein! Oh Mann, ey. Nein! Ja. Endlich Domino. Geil. Ah. Wie das auch immer wartet. Nach rechts kann ich nicht gucken, hallo? Oh ja, diese Dinger, die dann in die nächste Etage geführt haben. Die waren cool bei Domino Day. Ach, das vermisse ich. Das war tolle Zeiten, war das. Das war's. Sehr facettenreich. Ja, war echt cool.
Das war schon ein tolles Level. Hat ein bisschen lange gedauert, aber war trotzdem toll. Dann das Level von Nico 1070 LP. He records an obstacle course in the yard. Zweites Level. Langsam sehe ich schon mal gar nicht ein. Okay, muss ich aber scheinbar. Geil! Okay, mein Trick geht nicht. Da muss ich wohl wirklich mal ein bisschen mit Bedacht spielen. Ein bisschen mit Bedacht spielen. Ein bisschen. Vorsicht. Ach, ich doch nicht. Ich schaff das auch so. Ah! Ah! Okay, ich dreh mich ja schon. Schnell! Ha! Was? Was steht da? Ach, langsam. Okay. Aber warum denn zweimal? Das war doch gerade schon, oder nicht? Nicht zu schnell. Ja, okay. Aufpassen. Ah. Oh, Alter, das kann man kaum beeinflussen, wo das hingeht. Ach, das war's. Yeah. Ja, war doch ganz nett. Da das Level von Ibazura. Drei Level für dich, viel Spaß. Oh. Was? Ich hab's nicht gelesen. Ach, eine Sekunde. Okay. Hä? Zu viel zu einfach. Das war viel zu klein. Warte zwei Sekunden und nicht bewegen. Okay. Ah, warte vier Sekunden und drücke dann Z. Ja. Ach so. Ah, so. Ich soll da raus. Oder, hä? Was? Was ist denn jetzt? Ich verstehe dich. Was war denn jetzt los? Nein! Oh. Stärker als gedacht. Nein! Hey, ich flicke mal alles. Ja! Warte mal, das geht! Lol! Warum geht das? Und vor allem, wie habe ich das geschafft? Hä? Okay. Warte 4 Sekunden, drücke dann Z. 1, 2, 3, 4. Hui. Ah, da drunter war noch was. Also habe ich es doch richtig gesehen. Ah. Na, guck mal. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem, glaube ich. Nein. Nochmal. Och Mann, ich will doch darüber. Egal. Alles kein Problem. Kurz ein bisschen warten. Ne, ich will jetzt da lang. Komm. Schnell, Jimmy. Nein. Ja. Hä? Warum geht das denn vorher los? Das verstehe ich nicht. So Dinger gehen oft einfach nicht weg. Und ich verstehe nicht warum. Oh Gott. So. Jetzt aber. Ach Mann. Verstehe wirklich nicht. Hä? Wie ich das jemals geschafft habe? Etwas fast. Hui. Geil. Bin ich gefangen? Ich bin gefangen. Hui. Jetzt aber nicht mehr, aber jetzt kann ich auch weiter spielen. Jetzt aber. Komm. Oh Mann. Werde ich das schaffen, Leute? Werde ich das schaffen? Ja. Und go. Ja. Ich warte gar nicht. Nein. Nein, ich häng fest. Ey, ich schaff die unmöglichen Sachen. Unfassbar. Timmy lebt auch noch. Dann kann ich ja mit dem da runter, ne? Hey, das wird sogar ich gehen. Ja. Ja, seine Beine sind auch dran. Nein, das ist zu. Oh, nee. Jetzt aber bitte, bitte. Leider nicht.
Dann nicht. Und warten. Genau. Warte nicht. Nee. Ja. Aber das wird nix. Das wird einfach nix. Komm. Einen Versuch noch. Einen einzigen Versuch. Oh. So wäre schon fast daneben gegangen. Ganz knapp war das. Nein. Jetzt haben wir nicht. Ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. Okay. Komme ich da drüber? Ja! Ich habe das Level geschafft. Hey, da komme ich auch noch rein, ihr Toll. Ja, lass dich fallen. Hui. The King of Kings 1, 2, 3. Willkommen zu meinem Impossible Level. Ja, ein Pogo-Level. Ist es nicht das erste heute? Ja. Oh ja. Nein, ich hab's nicht geschafft. Aber es ist machbar. Geil, geil, geil. Oh nein. Ich war noch am Leben. Perfekt. Ja, danke. Alter, was geht denn ab? Was geht denn ab hier? Oh Mann. Ah. Nein, ich bring mich einfach selber um. Also ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung hier. Komm, geh doch da rein. Warum bist du tot? Alter, manche Tode, ne? Da kann ich über den Kopf schütteln. Lebe ich, lebe ich? Nee. Mann, ich probiere schon ein bisschen was anders zu machen, aber... Ja, ja, ich hab's geschafft. Und dann gehen wir bei Mellock Happy Wheels rein. Wenn es irgendwann einmal Zeitmaschinen geben würde, warum ist da noch nie jemand aus der Zukunft in unsere Zeit gekommen? Weil die Wissenschaftler alle sagen, man kann nur in die Vergangenheit, in die Zukunft reisen und nicht in die Vergangenheit. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Grund das dabei hatte, aber... Also ich wette, irgendwann ist das auch möglich. Aber... Vielleicht haben die das auch kreiert und direkt richtig strikte Regeln eingeführt. Wie reise nicht in die Vergangenheit und fall auf oder so. Oder verändere nichts Großes. Ich meine, wahrscheinlich würden die ersten Leute dann direkt hingehen und versuchen, Hitler zu töten. Aber das wäre fatal, denn dadurch... Ja, weiß ich nicht. Während sie höchstwahrscheinlich noch nicht mal geboren, weil das so viel beeinflusst hat. Und dann hätten wir ein Zeitparadoxon und die ganze Welt würde explodieren. Das ganze Universum würde zerrissen werden. Gut, dann bewerten den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute. Bis dann.